Servus und schon mal wieder herzlich willkommen zurück. So, ja, dunkel, nicht gut. Gehen wir erstmal pennen. Dann ist, um ehrlich zu sein, auch mal die Frage, was bauen wir denn als nächstes Schönes? Ich weiß es mal wieder gar nicht so genau. Ach ja, da düdelt die Musik. Was wir auf jeden Fall noch machen könnten, wäre eine Bäckerei. Würde dann auch zur Mühle passen. Die Monsterfalle muss ich auch noch weiterbauen, das stimmt. Wobei ich momentan auch nicht so genau weiß, wie es denn nachher mit Dingens hier... dem Haus da drüber aussehen soll. Wobei, da muss ja nichts Großartiges hin. Das wird, glaube ich, dann eher eine kleine Hütte. Aber ich würde sagen, jetzt mal zum ersten Zeitvertreib kann ich hier mal noch ein bisschen rumwüten. Ach, wunderschön, alles unter Wasser da drunter. Oh, ja, da hätte ich dran denken sollen. Moment. Da brauche ich jetzt erstmal. Hui. Dann brauche ich jetzt erstmal etwas Erde, damit ich das zumachen kann. Flupp. Mach ich mal den da. Und den da. Und den da. Und den da. Das finde ich wirklich echt immer schade, dass die Dörfer hier so doof generiert werden. Ach stimmt, da hinten war ja einer drin. Ich vergaß schon fast wieder. Flup, flup, flup. Alles klar. Wenn sonst nix ist, ne? Das muss ich... Huch, da habe ich ja welche vergessen. Das muss ich alles noch hier ausfüllen. Nicht ausfüllen, auffüllen meine ich. Ja, euch brauche ich. Machen wir das hier noch zu. Und das hier. Und da ist das ganze Wasser weg ist, kann ich das alles wieder schön mitmachen. Und ich muss mir auch mal noch überlegen, wo ich dann unseren Kornspeicher hinmachen soll. Unser Nahrungslager. Ich glaube, das habe ich sogar... Genau, die Regale hatte ich euch ja irgendwann mal gezeigt, die ich da im Creative aufgebaut hatte. Das ist ein bisschen was. Deswegen werden wir auch entsprechend Platz brauchen. Weil ich glaube, ich lagere die dann direkt zusammen mit den Samen. Ja. Dann packen wir hier mal nochmal ein bisschen Kram rein. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wobei die Seeds nicht. Das ist alles aus Pam's Harvest Craft. Das ist schön. So. Euch noch mit. Essen ist immer gut. Ah, hatten wir sogar einiges an Salat, wenn wir wieder kochen wollen. So. Aber das hier kann halt bleiben, weil das ist dann sowieso auf der entsprechenden Ebene. Mache ich das hier mal noch gerade zu. Und ich glaube, ich werde... Oh, da haben wir was vergessen. Ich werde die Felder, die ich so habe, auch nochmal anders machen. Ich habe jetzt gesehen, wenn man die Felder auch... Ups. Wenn man die Felder auch so ein bisschen, ich sag mal, mit organischeren Formen macht. Wie halt an der Mühle diese Umrandung, das war ja halt einfach so ein bisschen Wibbelwobbel. Das sieht auch schon wesentlich cooler aus als diese, ne, Kästen. Und
Da könnten wir uns auch mal noch überlegen, was wir denn da hinmachen zwischen den Häusern, wo ja das andere Feld jetzt ist mit Getreide und so weiter. Jetzt kann ich das natürlich noch nicht wegmachen, weil momentan brauchen wir es ja noch. Aber ja, wenn das Getreidefeld mal fertig ist oder zumindest halbwegs was bepflanzbar ist, würde ich das dann halt auch wegmachen. Das einfach so Wiese lassen ist ja auch blöd. Ja, blöd nicht, aber ne, an der Stelle etwas unpassend. Und ja, ich glaube, das Beste wäre wahrscheinlich, wenn man dem anderen Haus dann auch noch einen Garten spendieren würden. Ach komm, wisst ihr, wo wir den Kram gerade hier noch dabei haben? Ich weiß schon gar nicht mehr, für was ich das genommen hatte. Jetzt wieder einen Moment her. Seit dem letzten Aufnahmeröhrchen. Ja, hier macht es nicht wirklich Sinn, groß. Ach Quatsch, das hatte ich abgebaut, ne? Ja, das war, wo ich hier drüber gegangen bin. Ich erinnere mich, das war hier. Ja. Allerdings, wo ich es gerade dabei habe, gehen wir mal noch zu unserem Pavillon. Denn da fehlt ja auch noch etwas Wiese drumherum. Dann setzen wir das gerade noch dahin. Was ich auch schon mal machen könnte, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen die Begrenzung vom Feld hier vorne. Dann könnte ich ja mal dran gehen und das so ein bisschen einzäunen. Also ich will da jetzt nicht komplett Zäune drumherum machen, das würde auch ein bisschen merkwürdig aussehen. Ich finde es halt schade, dass sich Zäune nicht diagonal verbinden und so über Eckkram zu machen, das ist nix. Aber ich habe da auch schon was ausprobiert, das zeige ich euch gleich, was eigentlich noch ganz nett aussehen tut. Und ja, das tut nett aussehen. Das sieht nicht nett aus, das tut nett aussehen. Denn wir sprechen hier nur qualitativ hochwertiges Deutsch. So, dann von dem Gras noch ein bisschen. So. Zack und zack. So. Und hier noch ein bisschen. Und wie gehabt, immer noch ein bisschen Wheatgrass zwischendrin. Was interessanterweise halt auf unserer Karte beige dargestellt wird. Zack, hier noch, da noch, hier noch so. Plubbidi-plupp. Flabbidi-flapp. Ich habe keine Ahnung, was ich hier schon wieder für Wörter erfinde. Nein, so. Ach. You look me do mosh. So. Hier unterm Baum auch noch. Ja. Wupp. Und zack. So. Dann würde ich sagen, sieht das hier auch nochmal ein bisschen manierlicher aus. So. Und die, keine Ahnung, entweder auf dem Kompost oder hier zwischendrin noch irgendwo verteilen. Bim, bamp. Bump. So. Keine Ahnung. Hier noch eins. Da noch eins. Und genau hier. Dann wäre der ganze Kram weg. Und da hinten ist noch mal ein bisschen bepflanzter. Gut, ja. Und Punkt ist halt, was machen wir dann ersatzweise hierhin? Das ist ja doch etwas größer, was die Fläche angeht. Noch ein Haus wird hier, glaube ich, ein bisschen zu vollgepackt. Wir haben ja auch hier den Weg hier so über Eck. Also müsste das ja schon hier in der Ecke ein bisschen was abschließen. Aber als Garten wird das ein bisschen groß, oder? Hm.
Muss ich mir mal noch überlegen. Vielleicht hat doch mal wieder einer von euch eine gute Idee. Ich futter jetzt erstmal ein bisschen Gemüse. Aber ja, ich finde halt auf Dauer, das ist zwar hoch, recht praktisch und übersichtlich, aber nicht unbedingt sehr schön. Und wie gesagt, wenn wir da hinten dieses riesige Feld haben, dann brauchen wir das ja auch nicht mehr. Und ich würde dann halt noch kleinere Felder da hinten beim alten NPC-Dorf hinmachen. Ah, ich wollte gerade sagen, sehen wir hier eigentlich die Sonnenuhr? Aber ja, sehen wir. In der Tat. Zwar nicht ganz, aber, ne? Ich finde auch schön, wie man hier schon die Umrandung sieht. Schwupp, darum, hier hinten rum. Dann geht es jetzt halt hier noch durch. So, dann nehmen wir hier noch so ein Stück und gehen dann hier nochmal rum. Und ja, wenn man mal so betrachtet, so ein Ding ist ein Stack Erde praktisch. Da brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein großes bisschen. So, dann gehen wir gerade nochmal ins Bett. Dann schaue ich mal. Ihr merkt schon, ich will das irgendwie gerade so ein bisschen vorantreiben. Gerade jetzt auch, wo ich weiß, wie es aussieht. Ich glaube, dann gucke ich nochmal. Wegen Bambus. Und wie weit die Komposter sind mit dem, was wir da letztes Mal reingepackt haben. Hier. Das dampft noch fröhlich vor sich hin. Das dauert noch eine Weile. Dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht unbedingt, nochmal direkt dahin zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das andere Ding schon wieder nachgewachsen ist. Aber die Tatsache, dass wir es noch nicht sehen, spricht nicht dafür. Nee, das ist noch fröhlich am Wuchern. Dann lohnt sich das nicht. Ich denke mal, jede Folge wird das auch nicht klappen, aber so alle 2, 3 Folgen sollte ich da auf jeden Fall mal vorbeigehen. Dann wird das schon, wenn es auch, wie gesagt, eine Weile dauern wird. Okay, alternativ würde ich vorschlagen, dass ich wirklich jetzt mal rangehe. Und ich habe kaum noch Sand, das ist nicht so toll. Aber mal rangehe und wirklich mal da hinten einen Weg in den Sumpf baue. Dass wir hier hinten so ein bisschen lang gehen, dann irgendwo hinter dem Pavillon ein bisschen nach links gehen mit dem Weg. Ne? Ich glaube, das wäre auch noch ganz nett. So. Wobei, hier würde ich gerne noch ein Stück geradeaus. Dann machen wir es eher so, ne? Flupp und flupp. Dann hier so reingehen. Zack. Und dann nochmal gerade hier so dicht. Komm. So. Ich mag das irgendwie wirklich, Wegenetze zu bauen. Fragt mich nicht warum. Ich weiß es selber nicht, aber ich finde das irgendwie cool. Wenn man dann sagt, oh, da hinten geht's noch lang, dumm die dumm die dumm. Und irgendwann findet man vielleicht sogar was Cooles. Ja, Handy, nervt nicht. Liegt jetzt natürlich auch noch so auf dem Holztisch. Da vibriert das nochmal ein bisschen lauter. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gehört. Was wollte ich tun? Genau, ich wollte Carpenters Blöcke holen. So, und den Hammer brauche ich ja auch. Haha. So, keine Ahnung. So, und flupp, flupp. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde hoch. Ich finde die Wege mit Sand eigentlich auch immer noch am schönsten. Das passt irgendwie so schön irgendwie rein. Es ist schön hell, es. Ich weiß nicht, ich mag das Ganze von der Farbe her noch ein bisschen freundlicher.
Ich meine, Sandweg, kann man sich jetzt drüber streiten. Jetzt irgendwie den Gravel hier finde ich echt nicht schön. Das mit Erde, man könnte das natürlich mit Carbondustblöcken machen und da den Erde reinmachen, da wächst dann auch kein Gras drauf. Aber irgendwie ist das alles nicht so, ne, wie ich es unbedingt haben will. Ja, zum Beispiel jetzt, ja, ich fange schon wieder mit Gronkh an, aber es ist halt einfach, ne? Ich gucke ihn halt selber, das kennen die meisten. Da kann man sich schon manchmal so ein bisschen, ne? Also nicht mit vergleichen, das hört sich blöd an. Aber, man kann, wenn man was baut, kann man diejenigen mal ansprechen. Und jedenfalls, was ich ja sagen will, der macht das ja. Der hatte, glaube ich, dann die, die Slabs, die Steinslabs genommen. Drumherum und in der Mitte dann Erde. Kann man natürlich auch tun, aber ich muss sagen, das sieht mir schon wieder zu wuchtig aus. Und er macht es halt auch größtenteils in der Geraden. Und das mag ich ja auch nicht so. Oh, und dann sieht das hier hinten auch mal ein bisschen anständiger aus. Das wird auch cool. Hier haben wir ja diesen Tümpel, da ist die Landschaft immer so ver, ja, verhunzt, verwuchstelt. Glaube, ein guter erster Schritt wäre mal, das hier aufzufüllen. So. Dann sehen wir weiter. Dann sieht man hier auch ein bisschen mehr die Strukturen. So. Und ja, die ganzen Wasserlöcher auffüllen ist halt so eine Sache, ne? Aber ich habe ja auch noch in Planung, mal so einen eigenen Teich hier irgendwo noch hinzuknallen. Und das kann man dann von der Form und von der Position her auch schöner machen. Die Wasserstellen, die hier generiert werden, sehen immer so ein bisschen zerstückelt aus. Das ist dann auch nicht so schön. Und ja, da kann man dann selber mal ein bisschen rangehen. Das geht dann. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Wobei hier lohnt sich nicht mehr groß was hinzubauen. Vielleicht gerade mal so, eine Kleinigkeit am Wegesrand, was ich auch noch machen will. Aber ja, hier muss jetzt nicht noch ein großes Haus hin. Aber Punkt ist, dann hat hier hinten der Weg auch mal noch seine Relevanz ein bisschen. Das ist dann, glaube ich, auch noch mal ganz nett. So, dann gehen wir hier noch mal eine Ebene hoch. Und hier geht es dann so ein bisschen weiter. So. Das hier kann man dann alles noch ein bisschen auffüllen. Bock, 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 genau. So sehe ich das auch rum. Hä? Nein. So. Ach, na toll, jetzt ist die Erde leer. Ernsthaft? Ach so, du bist schon weg. So. Dann flup, flup und bing, boing. Zack, zack. Und das ist auch so ein Vorteil, wo ich jetzt wirklich sagen muss, die Carbondust-Blöcke sind sehr, sehr schön. Weil es gibt ja keine Sandslabs. Früher habe ich das dann immer mit Sandstein gemacht, aber das hat halt nochmal eine leicht andere Textur. So kann man jetzt die Wege schön, ich sag mal, was ist das richtige Wort? Schön, schön machen, ne? So, dann würde es praktisch hier weitergehen. Und hier kann man jetzt eigentlich so langsam mal anfangen, ein bisschen Kurve zu machen. Ich habe hier auch nochmal eine Ebene. Nur da hinten das Ding muss ich auch noch ein bisschen abtragen. Das ist immer diese langweilige Arbeit, auf die keiner Bock hat. Ich brauche Erde. Führt kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, wir hatten noch ein bisschen was in der Kiste.
wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass wir mal Probleme mit Erde bekommen. Ja, aber da hinten das beim MPC-Dorf ist halt leicht tödlich. Das ist halt einiges. Einiges, einiges. Ach, wir sind ja auch ganz dicke dabei. Was mache ich mir da eigentlich Gedanken? Und wenn wir da hinten den Hügel noch abtragen, da kommt ja nur mal einiges dazu. Das passt schon. Beim Feld müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Das, was wir abgraben, das setzen wir auch nochmal hin. Da kommen wir dann auf plus minus null raus. Weil die Gartenerde braucht ja auch immer eine Erde. So. Können wir hier noch ein Stück gerade gehen. Das hier mache ich auch demnächst noch zu. Aber das ist ja jetzt gerade nicht im Weg. So. Sodele. Ach ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in der, was heißt Wildnis, aber ich fühle mich wohler, wenn ich hier diese Ungereimtheiten hier so ein bisschen, ne, anpasse. Es soll immer noch natürlich aussehen, aber nicht so zerklüftet. Und Minecraft generiert das ja leider oftmals so. So, aber ich will, wie gesagt, jetzt hier so langsam mal in Richtung Kurve gehen. Habe jetzt eine Gerade, die lang genug ist. Aber das merkt man auch schon hier auf der Karte. Dieses lange Gerade, das passt nicht so rein wie der Rest. Das ist praktisch der einzige gerade Weg, den wir haben. Ich meine, zwischendrin immer mal wieder ein bisschen gerade, aber nicht so, ne, nicht so lang. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier so machen und dann hier wieder so rumgehen, hier ungefähr kann man ja dann die Brücke bauen und dann hier so matt machen, flupp. Sieht das auch nochmal gut aus. Dann kann man hier, haben wir ja auch nochmal eine größere Ebene, kann man hier auch nochmal ein Häuschen hinmachen oder so, oder hier direkt an der Brücke so ein, ja, so ein kleines Hütchen, und dann ist das auch schön. Guti, aber die Folge ist jetzt auch nochmal zu Ende. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.